Hi und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Janusz Talks. Heute geht es um Hat man Tanja Bleck wirklich Frauen im Stream belästigt? Viel Spaß! Bevor ich anfange, wollte ich noch kurz was sagen. Ich bin ein riesen Montana Black Fan und er ist auch einer meiner Vorbilder. Deshalb fällt es mir schon schwer, einerseits neutral zu bleiben. Ich versuche aber so gut wie möglich neutral zu sein. Auch beim Script habe ich versucht, so neutral wie möglich zu sein. Aber es ist natürlich auch ein bisschen schwerer, wenn man von jemandem mehr Fan ist als von jemand anderem. Ich hoffe, ihr respektiert das. Zuerst fangen wir mit den Livestream-Ausschnitten an. Dazu gibt es ein Video von, glaube ich, Hand of Blood, das ich jetzt einblenden werde, was ungefähr 1:30 geht. Und dann werde ich noch was bisschen dazu sagen. Ich persönlich finde, dass Montana Black schon ziemlich übertrieben hat. Ich fand sie ja anfangs noch ziemlich witzig, wenn er ab und zu mal so ein bisschen ein Geräusch gemacht hat. Aber mit der Zeit wurde es wirklich einfach nur peinlich. Auch wo ich mit anderen darüber geredet habe, haben die eigentlich genau das Gleiche zu mir gesagt. Es war einfach sehr peinlich. Ich persönlich glaube, dass das von Monte keine Absicht war. Doch es gibt noch peinliche Sachen, wie zum Beispiel die Zeitungsartikel. Wie zum Beispiel Star Streamer sorgt für Shitstorm. Montana Black schießt Spannerfotos. Zeig mal ein bisschen Titte, wie Montana Black mit dem Sexismus davonkommt. Und das sind nur einige Beispiele davon, wie die ganzen Zeitungs-Online-Artikel oder wie man die auch immer nennen will, sehr übertreiben. Ja, natürlich, Monte hat einen Fehler gemacht und er hat ein bisschen übertrieben. Aber ich finde, man sollte als Zeitung, vor allem als Zeitung oder als öffentliche Zeitung oder wie man das auch immer nennt, ein bisschen neutral sein, weil wenn das, sagen wir mal, ältere Leute sehen, sind die sofort voreingenommen oder auch Hater sind voreingenommen und denkt sich dann, ach, was hat das der Typ wieder gemacht oder die Jugend wird immer schlimmer. Monte hat natürlich auch einige Tweets rausgehauen, die ich jetzt vorlesen werde. Ich werde jetzt in dem kleinen Zeitraum kurz hier nach unten schauen, da ich hier mein iPad in der Hand halte und ich das Zeug nicht wirklich gut ablesen kann oder auswendig kann. Deshalb entschuldigt mich schon mal, falls ich hier jetzt ungefähr eine Minute nach unten schaue. Also, beim ersten Tweet hat er geschrieben, tut mir echt leid, sag selber oft zu mir, dass ich einfach in Ruhe streamen will, mein Ding machen und gut ist, will mit niemandem Streit oder Hass verbreiten. Leider stelle ich mir immer selber ein Bein und das ärgert mich sehr. Darauf hat er dann nochmals getweetet und möchte niemanden diskriminieren, belästigen oder sonstiges, auch wenn man einige Aktionen von mir das Gegenteil denkt. Ich liebe euch alle, egal ob ihr mich mögt oder nicht. Ich arbeite weiter an mir und an meinen manchmal unüberlegten Kindergartenverhalten. Also es tut mir leid, wenn ich ein bisschen stottere, denn ich kenne die Tweets nicht, ich habe die nicht so komplett durchgelesen. Ich versuche das Schlimmste rauszuschneiden oder es nochmals zu sagen. Darauf wurde dann nochmals getweetet, wenn sich einige durch mein Verhalten in dem, was ich mache oder machen oder sind beleidigt oder diskriminiert fühlen, es tut mir leid. In mir ist der Wunsch nach Frieden und Liebe für alle. Mein Verhalten und mein Kopf machen leider gelegentlich das Gegenteil. Arbeite dran, versprochen. Ich werde das auch alles hier einblenden, damit man es noch besser lesen und verstehen kann. Ich will noch abschließend dazu sagen, dass ich es Monte glaube, dass es keine Absicht von ihm war und dass er sich nicht als Lustmolch hinstellen wollte. Aber man muss halt auch sagen, es ist halt auch ein bisschen Monte-Humor. Natürlich, man kann nicht alles mit Monte-Humor verteidigen, aber es ist halt irgendwo auch ein bisschen Mondhumor gewesen, vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Und dann möchte ich sagen, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, ich würde mich sehr über Kritik freuen und ciao, euer einfach Janusz, ciao.